Meint ihr, es entspricht meiner Ehre, mich mit meiner Schwester untertan zu vermählen? Nach dem Tod ihres Ehemannes kehrt die junge Maria Stuart aus Frankreich zurück nach Schottland und macht ihren Anspruch auf den Thron geltend. Das sorgt für einen mächtigen Konflikt mit Elisabeth I., die in London regiert. Der Film Maria Stuart, Königin von Schottland, erzählt die Geschichte der beiden mächtigen Frauen. Saoirse Ronan spielt die Königin der Schotten. Ich hatte Angst vor der Rolle. Ich hatte furchtbare Angst. Aber ich hatte auch viel Zeit, über Maria Stuart nachzudenken und mich in die Rolle zu versetzen. Und als wir dann anfingen zu drehen, hätte ich wirklich alles dafür getan. Wovon sprecht ihr da? Die junge Elisabeth sieht sich und ihre Thronfolge von der Konkurrentin in Schottland bedroht. Beide Frauen gehören zu den bekanntesten der britischen Geschichte. Was habt ihr auf all euren Reisen zwischen unseren Königreichen erreicht? Manchmal gibt es bei Filmen dieses Klischee, dass wir sagen müssen, es sind starke Frauen und wenn eine Frau eine große Rolle im Film spielt, dann muss sie ein Vorbild sein. Dann kann sie nicht menschlich und komplex und verletzlich und schwierig sein und zugleich inspirierend und stark und entschlossen und brillant sein. Für mich geht es darum, die ganze Geschichte dieser Frauen zu erzählen. Für Regisseurin Josie Rourke ist es der erste Film. Mit den historischen Fakten nimmt es Maria Stuart, Königin von Schottland, nicht so genau. Dafür kann der Film mit hochkarätiger Besetzung überzeugen. Deine